Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge WWZ. Denn darauf habt ihr gerade geklickt. Und ja, der Wahnsinn geht weiter. So würde ich das Ganze mit dieser Folge anfangen in Bezug auf die letzte Folge, falls ihr die gesehen habt. Das totale Chaos und der totale Wahnsinn geht weiter. Wir sind weiterhin in Tokio, Folge 4. Die Folge heißt Der letzte Ruf, also letzter Ruf. Ich bin sehr gespannt. Wir sehen Schiffe. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir irgendwie einen Hafen verteidigen müssen und dann abhauen müssen mit einem Boot. Also könnte ich mir gut vorstellen. Mit dabei, so wie beim letzten Mal, natürlich auch Kant im Genius. Herzlich willkommen. Moin, moin. Wenn du bereit machst, dann freue ich mich. Dann können wir Na nämlich klar. starten. Ne? Dann dauert die Folge vielleicht nicht ganz so lange wie die letzte. Ja. Eine Stunde unseres Lebens haben wir, ich will nicht sagen verschwendet, aber investiert, Für um euch, für euch. diese Folge möglich zu machen. Und das war schon anstrengend. Das Ja, war schon also das hat happig. uns nicht nur die Stunde gekostet, sondern bestimmt auch 2 Jahre unseres Lebens. Das würde ich mindestens behaupten, ja. Davon bin ich überzeugt. Ja. Also erreiche den Hafen. Ich lese mal kurz vor: Während Tausende von Infizierten die Straßen von Tokio fluten, muss Rettungsdienst vier Seite an Seite. Muss Rettungsdienst 4 Seite an Seite mit Ach, dem so. Militär kämpfen, ja. Kämpfen, um die Evakuierungskräfte zu schützen, während sie verzweifelt die letzten Zivilisten auf ein riesiges Kreuzfahrtschiff landen. Vielleicht planen wir ja sogar actually auf dem Kreuzfahrtschiff. Das Das wäre fände ich nice, ja ja. ganz cool. Ja. Wo ich mir So, eher vorstellen also. könnte, dass wir es so verteidigen müssen, ne? Oder so. Na, das ist ja schon fett, das Schiff, muss ich sagen. Okay. Weiter geht's. Also, dann wollen wir da direkt mal reinstarten, ne? Abfahrt. Ah, wir müssen wieder leise sein, glaube ich. Ich glaube ehrlich gesagt, echt, der sagt das immer am Anfang. Ah, es ist Glaube, aber der sagt ziemlich das immer. gleich, ne? Von allem. Naja, ich habe jedenfalls Bock. Ich bin ein bisschen motivierter als letztes Mal. Ja, Letzte auf jeden Folge war Fall. aber auch wirklich scheiße. Einfach Diese anstrengend. Folge soll besser werden. Ich habe ein bisschen was in meinen Soundeinstellungen geändert. Ich hoffe, und an meinen Mikrofoneinstellungen. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Ich hoffe, das passt. So. Diese Sekundärwaffe, die ich habe, ist ja wirklich einfach nur Müll. Ich brauche 4 oder 5 Kugeln für einen. Oh, Alter. das bist du, sorry. Wir haben irgendwo einen Bull. Ein Bull. Ja. Doch gerade Ich würde gesagt, einfach take sagen, out the wir bull. gehen jetzt einfach mal weiter, oder? Okay. Ja, doch, da ist der Bull. Da. Okay, ich habe den Bull gekillt. Oh, du bist einfach schon ganz weit weg. let's go. Let's go. Hier könnte man mit Sprengladung was aufmachen. Hab leider keine. Ja, ich habe jetzt auch keine gefunden. Ärgerlich. Aber ich frag mich, wo hätte hier eine sein sollen? Keine Ahnung. Naja, gut, egal. Du waschst ganz schön durch wieder, ne? Ja, weil ich Zeit gut machen muss in letzter Folge. Lebenszeit. Hinter Aber man uns hätte da so drüber irgendwie. gekommen. Lol, das ist ja ein Joke. Ja, da vorne geht was ab. Ah, das ist das Schiff. Oh, right, hier unter Irgendwer uns. ist down, irgendwer ist down. Jo, tritt ihn erstmal runter. Zack, weg mit euch. Ja, hinter uns. Irgendwie kriegt der eine da auf den Sack. Ja, egal. Oh, hinter uns kommen ordentlich welche. Ich jump runter. Hier wäre noch ein. Du waschst gerade ziemlich durch, bin ich ganz ehrlich. Weil unsere Mates hinten sind Ist gefallen so, und hinter uns kommen einige. schnell für dich? Ja, ein bisschen gerade. Ich brauche ein bisschen Hilfe. So, was war jetzt hier? Ach so, ich habe dann halt was aufgehoben, aber. Okay, hinter dir. Oh, Alter. Ich hab dir eine Drohne gegeben. Danke. Das war ein Hier Bomber. wäre noch ein Verbandspäckchen. Vielleicht für Ja, dich würde ganz ich interessant. ganz gerne mitnehmen. Musst du halt erst hinlegen, ne?
Aber das würde ich, glaube ich, jetzt noch nicht machen. Alright, jetzt die Frage. Hä, wo müssen wir denn lang? Ja, ich glaube über den LKW. Ah, wir müssen hier hoch, ja. Ah, ja. Da hinten kommt ein Bull. Oh. Boah, hier oben kommen noch welche bei uns. Vor allem sind hier überall Dinger, ne? Pass auf. Alter. Was geht denn hier? Lass uns doch weiter nach hinten. Ich glaube, das wird hinten leichter für uns. Ja. Bad. Aha, geil. Die sind ja cool drauf. Ich packe hier mal so ein Hochspannungsnetz hin. Na, er sagt immerhin, I'm sorry. Du mich auch. Gibt's hier noch was anderes zum Aufsammeln? Ich habe jetzt nichts mehr zum Aufsammeln gefunden. Das da hinten war noch eine Motorsäge irgendwo. Wir haben noch 56 Sekunden, also gehe ich mir schon davon aus. Ja, ja, da hinten, hier, da. Oh, scheiße, Digga, jetzt habe ich aus Versehen nicht geworfen. Mann! Da, wo du hinläufst, genau da liegt noch eine Motorsäge. Hinter dir kommt noch einer, ja, ich safe dich. Aber die Motor, ich hätte eher sowas von geschickt gedacht oder irgendwas, weil hier ist ja gar nichts. Nee, ich hab den Screamer, ich safe dich, komm einfach nach hinten. Abfahrt. Na ja, gut, ich start mal den Kampf. Ach, das ist ja noch gar nicht. Okay. Das wäre schön. Nice. Der Kampf kommt. Junge, wieso kommen die denn jetzt hier wieder von oben? Also das ist doch schon wieder Müll. Wir müssen den nämlich hinterkommen, da kommen die. Ja, wir haben hier einen Bull bei uns, einen dicken. Den muss ich erstmal eliminieren. Der ist weg, der ist weg. Okay, lass uns jetzt konzentrieren auf die. Das ist so krank viel. Also, bevor sie uns nicht reinlassen, das macht so keinen Sinn. Und da denken die sich, na komm, dann lassen wir die lieber draußen verrecken. Oh ja, die Granaten sind gut stark. Ja, ich habe leider jetzt keine mehr. Na gut ist, dass die hier nicht zu uns hochkommen, mehr oder weniger. Zombies, doch, die kommen gerade zu mir hoch. Und das Tor habe ich gesaved. Ja, ja. Also, weil sie mich verarschen, jetzt steht hier eine Kiste. Eine Mörser, Alter, komm. Oder du hast sie nicht gesehen. Let's go. Ja, das haben wir doch geschafft, glaube ich, oder? Ich würde sagen, ja. Scheint so. Schwarm eliminiert. Was hast du gemacht? So, mir ist er immer noch nicht tot. Alter. Ist wirklich krass, wie viel der aussieht. Jetzt dürfen wir rein. Oh, nett, danke. Wie freundlich. Ganz ehrlich, das werden die Nächsten, die ich dann umbringe. Erreichen? Hä? Sollen wir das denn erreichen? Ah, ja, jetzt. Digga, das hättet ihr vorher nicht machen können? Das ist so frech, wirklich. Ja. Ihr seid wirklich die Allerletzten. Das ist wirklich frech. Als Maul. No one is allowed to drink, bla bla bla. Die Fresse, sag ich. Ja, du sitzt hier drin und faulenzt rum, während das ganze Ding hier fast überfallen wurde. Ohne Scheiße. Was ist das? Die reden so in Müll hier, ne? Oh, guck mal, hier liegt noch ein Verbandskasten. Abfahrt. Ah, warte mal ganz kurz. Ich werde das hier platzieren. Bums, dann können wir uns aber jeweils was nehmen und den Verbandskasten kann ich trotzdem mitnehmen. Genau, ich bin eh voll. Zack. Ja. Okay, Explosivladung platzieren. Mhm.
Ja, ich habe eine. Okay, ich nehme auch eine mit. 7 Stück. Oh nee, Junge, oh nee. Hast du den? Alter. Ja. Hab ich. Hier sind halt überall jetzt diese kleinen Penner. Ich mach schon mal eine Ladung. Du hast keine Sprengladung. Hä? Ich hab doch gerade eine mitgenommen. Komm nicht mal zu meiner ersten, das ist ja der Witz an der Sache. Ach, da hinten. Also ich hab meine angebracht. Nice. Ich setz meine ja, auch dran. Jetzt die anderen? Fragen, ach so, hier vorne. Schau mal. Multiple Swarms, oh, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Interagieren da unten. Ich muss kurz nach unten. Ja, ich bin auch erst hochgegangen, aber. Oh mein Gott. Ich bring die Bombe an. Ja, die Drohne ist wirklich insane. Die hat mir so ein. Die hat mir öfter den Arsch gerettet als meine Waffe. Ja. Ja, jetzt kommt noch ein Bull, nice. Ich hab den Bull, also diese Bulls, diese normalen, jetzt nicht diese Juggernaut-Bulls, aber die normalen lassen sich von hinten mit einem Messer echt gut töten. Ja, ja, die lassen sich allgemein von hinten da, wo die Panzerung offen ist, relativ schnell töten. Aber diese Oberfetten, die sind einfach nur sowas von maximal overpowered. Das ja, lass ja uns hier oben weitertragen, ist hier oben. Ja, ich muss kurz hier unten ein paar Zombies töten, sonst... Oh Gott, Alter, was geht hier ab? Lass kurz in einen Mate hier retten. Oh Mann, okay, ich interagiere da hinten nochmal. Oh mein Gott, was müssen wir denn hier machen? Die ganze Fabrik sprengen oder was? Scheint so, ja. Okay, eine fehlt noch. Ja, willst du vielleicht verrecken? Okay, ich hab die letzte. Hier liegt noch so ein dickes Maschinengewehr, ne? Wenn du das mitnehmen willst. Ich hab ne Schrotflinte, das ist gut, nimm du es gerne. Ich hab halt den Granatwerfer, eigentlich ist der halt. Achso, ja, dann nehme ich das Maschinengewehr. Nee, nee, alles gut, jetzt habe ich den Granatwerfer schon weggeschossen. Das Maschinengewehr. Oh mein Gott, sind hier oben viele. Was? Okay, wir haben alle. Unser einer Bot ist einfach ein Böser. Also. Ein Zombie. Glaub ich ja gar nicht. Oh mein Gott. Okay, Evakuierungspunkt erreichen. Ah, hier bei mir. Warte mal, ich nehme einfach mal noch so eine Explosivladung mit. Wer weiß, wofür man die nochmal braucht. Stimmt, true, war sehr gut. Top. So, es ist offen. Boah, das hat gerade so hart bei mir geleckt. Junge, die waren ja überall hier runter, was ist denn hier los? Ja, direkt vom Himmel, die Jungs. Pass auf, vor dir. Ich geh runter. Ja, wir müssen runter, ja. Da liegt sogar actually sogar noch eine Kiste. Ich nehm mal die Vector mit, die MP. Okay, lass weiter hier erreichen. Ach, da liegt die Kiste, ja. Ist recht. Boah, die Armbrust wäre halt auch stark, aber ich glaube, die ist nicht so gut wie mein Gewehr. Interagieren. Ja, ich glaube, da kann man unten was aufsprengen, oder? Geht das? Ne, wir müssen ja. Ne, wir müssen einfach nach unten. Okay, okay. Sonst liegt hier nichts Cooles mehr, was man irgendwie benutzen kann? Nee, ne. Aufbauen. Ah ja, jetzt hier ist ja auch das schon das dicke Schiff. I see. Okay, wir haben jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit. Soll ich das Kampfgewehr mal nehmen? Ich glaube, ich probiere mal das Kampfgewehr aus. Ja. Das ist echt sehr stark.
Wir haben jetzt noch 1,20. Lass uns mal. Ich nehme hier mal einen Mörser hin. Ist aber actually nicht stärker als mein anderes. Wir haben wieder irgendwo einen Bull. Ich habe noch eine Kiste gefunden, aber da, hier wäre noch eine. Nein, den habe ich jetzt genannt, den Sturmkörper wieder. Ich sehe noch irgendwo gelbe Kisten. Such hier mal alles ab, weil das ist wirklich wichtig. Hier ist doch was zu aussprengen. Ja, ich glaube, ich habe hier keine auch noch Sprengladung. Hä? Hä? Ja, bei mir auch nicht. What the fuck? Macht gar keinen Sinn. Die sind uns einfach gerade weggenommen, diese. Haha, ja, geil, stimmt. Oh mein Gott. hier vorne liegen bestimmt noch welche. Nice. Ah, hier ist noch ein Mörser. Okay. Hier ist noch explosive Munition. Wo schießt denn das Mörser hin? An den Steg? Okay. Das ist wild. Ja, gut, mal gucken. Wer weiß, wofür wir das noch brauchen. Wie liegt er denn da? Weg mit dir. Ja, okay, gut. Ich mein, ja, gut. Ah, doch, hier liegt tatsächlich. Liegt da vorne liegt noch eine Kiste irgendwas. Was kann ich denn da? Explosive Munition nehmen. Ja, Abfahrt. Ja, das ist gut. Das ist wirklich stark. Stark. Ja, wirklich, starten wir den Kampf, oder? Also, das wird wahrscheinlich jetzt eh wieder der letzte Kampf sein und dann. Hoffentlich. Ja, jetzt mal gucken, ne? Kann man hier irgendwo hoch? Geh du an das eine Mörser, ich geh an das andere. An das Mörser? Nee. Irgendwo ein Bull. Von vorne. Ich hab ihn. Aber diese explosive Munition ist ja krank. Ja, die ist gut. Hier, die kommen durch, ne? Ja, das. Ach, wirklich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Nein, scheiße, ey. Bist du down? Nee, ne? Nee, aber gut Leben verloren. Was ist denn das hier? Das Hälfte, ich heile mich mal kurz hoch. Sure, ich muss kurz Muni nachfüllen. Jetzt kommen sie von da, ich gehe jetzt hier ins Mörser. Oh, das Schiff macht irgendwelche wilden Sachen. Ah, von da oben, ja. Okay, ich benutze mal mein MG. Abfahrt! Nice, weg mit den Schweinen, Alter. Holy shit. Bei dem MG ist leer. Da kommt noch ein dicker Bull bei uns. Oh nein, ey. Okay, der ist down. Die kommen hier an der einen Stelle hier vorne hoch. Unser einer Bot ist down. Junge, die schwimmen einfach, die laufen durchs Wasser. Was ist denn das? Bisschen dumm, ich hab keine Muni mehr, ich muss kurz nachladen. Ja, ja, mach mal, ich hab dich. Ich hab das hier vorne eigentlich relativ gut im Griff. Eliminieren, jetzt kommen sie von da. Oh nice, ich muss nochmal Muni nachfüllen. Das ist leider das falsche Mörser. Schade. Und Abfahrt. Kommen jetzt hier vorne durch, ne? Und zwar nicht zu wenigen. Ja, ich bin dran, ich seh's. Wir sprechen das Tor. Ich geh ins Tor. Ja, ich halte die Brücke hier, so gut es geht. Wir können uns wieder eigentlich ein bisschen Freiraum holen. Und jetzt sehe ich, da oben liegt noch eine Kiste. Ich glaub's nicht. Wo? Oh nein. Das konnte man nochmal anschauen. Hochspannungsnetz. Und hier ist ein MG! Was ist das, Junge? Naja, das ist totaler Müll. Wieso sehen wir denn das vorher nicht? Von vorne kommt der Schaden. Ich hau Mörser rein. Mach das. Ja, hau die Mörser, die lohnen sich. Okay, dicker Bull bei mir. Ja, ist der. Boah, ich versuche hier vorne nochmal alles zu halten, was geht.
Stark, stark, jawohl, wir halten die wirklich. Ja, gut. Die Nades kicken wirklich so rein. Das Hochspannungsnetz vorne war auch gut, dass ich das gerade nochmal platziert habe. Die kommen nochmal seitlich. Ja, ja, dann. Hier von hinten vom Boot. Erreiche das Boot, erreiche das Boot. Hey, ich bin wir müssen nur noch abfahren. Abfahrt, hier wegdüsen. Oha! Aber ich glaube, wir haben es dann komplett geschafft, oder? Ich glaube, das war die Mission. Ja, ja. Gehen immer so 20 Minuten. Oh, nice! No. Okay. Ja, gut. Ja, das war wirklich eine gute Folge. 20 Minuten? Ja. Sehr schön. Ja, nice. Ja, von meiner Seite gibt es nicht viel zu sagen. Ich würde sagen, haut rein. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge, oder? So machen wir das. Bis dann. Ja.